Hallo, ich bin Claudius und mache seit einer halben Ewigkeit irgendwie Musik, mit der ich so ziemlich komplett unter dem Radar fliege. Vor mittlerweile auch schon wieder einigen Jahren lautete auf einem meiner dürftig gepflegten Social-Media-Kanäle ein Kommentar sinngemäß etwa: Hey, du solltest wirklich mal einen Podcast machen, in dem du über jedes deiner Lieder sprichst. Ich habe diesen Vorschlag damals als das abgetan, was er wahrscheinlich auch gewesen ist, eine ulkige Schnapsidee. Doch irgendwann hatte ich zunehmend das Bedürfnis, meine eigene Geschichte, menschlich und musikalisch, noch einmal zur Gänze zu erzählen, sie in epischer Breite auszuwälzen. Ein nun also wirklich völlig offen zur Schau getragener narzisstischer Akt? Das Bedürfnis, irgendwie dann doch endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen? Keine Ahnung. Irgendwann jedenfalls ploppte diese alte Podcast-Schnapsidee dann plötzlich doch wieder auf und setzte sich in meinem Denken fest. Warum eigentlich nicht, dachte ich mir. Und das Ergebnis könnt ihr nun also hören. In der von mir angestrebten, bisher nie dagewesenen epischen Breite widme ich mich in diesem Podcast zwar nicht jedem einzelnen Lied meiner bescheidenen Karriere, wie es in jenem Kommentar einst vorgeschlagen worden war, aber ansonsten so ziemlich allem, was irgendwie damit zu tun hat. Manchmal zoome ich hierbei durchaus hinein in die Mikroebene einzelner Songs, oft zoome ich auch hinaus und beleuchte die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Alles in allem entsteht so, das hoffe ich zumindest, ein lückenloses akustisches Selbstporträt, das Dokument einer prekären Künstlerexistenz, ein netter und hoffentlich auch halbwegs spannender Podcast. Mein Name ist Claudius Leuk und in diesem Podcast geht's um meine Musik und viel, viel mehr. Die fünfte Episode des Podcasts Musik und mehr behandelt die durchaus als schicksalhaft zu bezeichnende Zeit zwischen Ende 2001 und Mitte 2003, in der das Musikprojekt Diametral zu einem kleinen lokalen bzw. regionalen Phänomen wurde, dessen Stern, kaum aufgegangen, dann auch ganz schnell wieder verglommen. Eine irrsinnige Zeit des Exzesses zwischen Bestätigung von außen und verzehrendem Zweifel von innen. Eine Zeit der überkandidelten Pläne und des orientierungslosen Taumels. Eine Zeit, in der Diametral die wohl größten Spuren hinterlassen hat, obwohl aus jener Phase paradoxerweise die wenigsten Tondokumente stammen. Lampenfieber und Local Support, Nachtleben und nervöses Nägelkauen, Interviews, Illegalität und innere Leere. Viel Spaß mit der fünften Folge von Musik und mehr. Mein Kopf ist niemals leer. Ja, hallo, herzlich willkommen zur fünften Episode meines Podcasts. Wie immer am Anfang ein kurzer Rückblick. Meistens sind die Rückblicke ja auch schon irgendwie 10 Minuten lang. Ich versuche mich diesmal wirklich ein bisschen kürzer zu fassen. Also es ging ja bisher darum, wie ich in Greifswald gelebt und aufgewachsen
gelebt habe und aufgewachsen bin und wie ich dann mit meinem Freund F im zarten Alter von 16 die Band Diametral gegründet habe. Da kam dann noch jemand dazu namens A, der hat dann Schlagzeug gespielt und wir haben dann ein Demo-Tape gemacht und dieses Tape irgendwie in 15er Auflage dann auf dem Schulhof verteilt. Dann haben wir uns in dieser Form aufgelöst, aber mit dem neu hinzugekommenen Gitarristen Micha, der dann für eine gewisse Zeit wirklich mein allerbester Freund geworden ist, haben wir dann Diametral als Akustik-Trio irgendwie weiter fortgeführt oder neu aufgezogen. Da ist aber nicht viel bei rumgekommen. Micha und ich haben dann stattdessen lieber zu Hause irgendwie uns am Home-Recording versucht. Und bei ihm ist ein Tape entstanden, das hieß Die Blüte meiner Jugend, was ich sehr empfehlen kann. Und bei mir zwei Tapes, eins hieß 1997 und das andere ein weiteres Jahr mit euch. Und dann bin ich von der Schule geschmissen worden und hatte irgendwie auf nichts mehr Bock und bin dann irgendwie in Dresden gelandet, wo ich die Schule irgendwie beenden wollte, was mir aber nicht gelungen ist. Stattdessen habe ich aber zumindest das dritte Solo-Tape, was in Greifswald angefangen worden war, namens Geschichten aus Greifswald beendet und dann mich den Rest des Dresden-Jahres einem sehr ambitionierten Projekt namens Die Zeiten ändern sich gewidmet, was ich dann schlussendlich als in CD-Form und nur ganz, ganz wenige, ich glaube nur zwei, drei Tapes oder so, veröffentlicht habe. Also veröffentlicht heißt dann eben im Bekanntenkreis verteilt. Und dann bin ich ohne Abitur zurück nach Greifswald gekommen, um meinen Zivildienst anzutreten auf der Intensivstation 1 des Uniklinikums Greifswald. Und da war eben auch eine Wohnung dran gekoppelt, sodass ich da von einer Einzimmerwohnung in die nächste direkt umziehen konnte. Und während meiner Zivi-Zeit, die durchaus intensiv war, habe ich das für mich sehr wichtige Album Vielleicht wird alles gut zu Hause aufgenommen. Allerdings waren da viele andere Leute dran beteiligt und zum Teil hatte es auch so musikalische Grundlagen gegeben, die in so einer Art Band-Zusammenhang, allerdings unabhängig von denen, die bisher mit dem Bandprojekt Diametral zu tun hatten, hat es gegeben. Und irgendwann war dann jedenfalls dieses Album fertig. Ich hatte parallel dazu noch so eine Collection gemacht von alten Demos und von irgendwelchen wirren Skizzen, die so nebenher entstanden waren. Die habe ich wirklich in einer Auflage von einem Exemplar meinem guten Freund G überreicht. Später sollte das Ganze dann nochmal offiziell veröffentlicht werden, wieder in Anführungszeichen veröffentlicht. Und dieser G war zusammen mit F dann auch dabei, als ich als Claudius Leuk einen ersten richtigen Live-Auftritt hatte, also nicht irgendwie betrunken bei so einem Open-Mic-Abend aufkreuzen, sondern angekündigt mit Plakaten und so weiter. Und dieser Erfolg war wieder erwarten, dieser Auftritt war wieder erwarten ein voller Erfolg. Und in der Folge gründete sich dann die Band Diametral neu, und zwar bestehend aus mir, dem Kern, dem Nukleus, der eben Diametral auch als Solo-Typ irgendwie fortgesetzt hatte, und darüber hinaus aus Sebastian an den Keyboards, Synthesizer und so weiter, an den Tasten, Nico am Schlagzeug,
Jockel an der Melodiegitarre und Falk am Bass. Und mit dieser Neugründung hat dann die sehr lange letzte Folge dann auch endlich ihr Ende gefunden gehabt. Und hier möchte ich jetzt natürlich dann einsteigen. Wie ging es nun also weiter? Eine Sache möchte ich vielleicht noch erwähnen. Und zwar war in der letzten Folge kurz die Rede, dass ich also am Ende meiner Zivi-Zeit, wo ich dann also nicht wusste, wie es weitergeht und aus was auch immer für Gründen irgendwie gedacht hatte, ich müsse mich jetzt umbringen und im Vorfeld hatte ich so eine Art Autobiografie, also parallel zu dieser musikalischen Arbeit, so eine Autobiografie geschrieben, also stilistisch mehr als fragwürdig und aber ich hatte mein Leben bis dahin mehr oder weniger lückenlos zusammengefasst und das war dann irgendwann wie so eine Art Abschiedsbrief oder so und dann habe ich mir da ein bisschen die Arme aufgeritzt oder wollte irgendwie vom Fenster springen und so und also aus dem Fenster springen, vom Fensterbrett und das ist dann nicht erfolgt, aber so, das war eben so die Ende, das Ende meiner Zivi-Zeit und also unschön. Und dann musste ich natürlich diese Uni-Wohnung verlassen, weil mein Zivildienst ja eben dann vorbei war. Musste zurück zu meinem Vater ziehen, in mein altes Zimmer, so, wo ich aber auch mehr oder weniger so improvisiert. Es gab ja keine Möbel mehr und auch keinen Platz. Der hatte das ja ganz anderweitig schon eingerichtet. Da musste ich dann so nächtigen auf so einem Klappbett irgendwie oder so. Also das war wirklich nur so ein Pennplatz und ich musste schnellstmöglichst irgendwie was Neues finden. Aber ja, ich habe mich erstmal arbeitslos gemeldet und musste dann irgendwie so Arbeitslosengeld kriegen oder irgendwas und ja, brauchte dann irgendwie eine Wohnung, Hauptsache raus da von meinem Vater. Und das waren schon sehr beunruhigende und mich nervende Sachen. Gleichzeitig ging es eben aber eben mit dieser Band irgendwie los und diese Aufbruchsstimmung oder so, die hat mich natürlich auch getragen und mir da diese schwierige Übergangszeit ein bisschen erleichtert, sag ich mal. Und also das ist so, achso, und diese Autobiografie eben, die ist natürlich in der Schublade verschwunden, also dieser Abschiedsbrief, wie auch immer. Und ich habe die immer im Laufe der kommenden Jahre immer mal wieder rausgeholt und nochmal neu geschrieben und wieder in der Schublade verschwunden. Und es ist auch ein Grundbedürfnis, irgendwie mein Leben, also nicht nur in Form dieses Podcasts hier, sondern eben auch in Buchform irgendwie nochmal auszubreiten oder für mich eben dann auch nochmal schwarz auf weiß irgendwie zu sehen oder irgendwie sowas. Und deshalb bin ich, während ich diesen Podcast hier aufnehme, auch dabei, ich habe das in einer der früheren Folgen auch, glaube ich, schon mal erwähnt, die, glaube ich, vierte oder sogar fünfte, den fünften Ansatz einer solchen Autobiografie in Angriff zu nehmen. Und so viel dazu, weil diese Autobiografie wurde in der letzten Folge angesprochen und dann bin ich aber irgendwie beim Selbstmordversuch gelandet und dann beim Ende des Zivis und irgendwie ist das nicht mehr aufgegriffen worden. Und das wollte ich jetzt nochmal kurz erwähnt haben. Also, einfach der Vollständigkeit halber. Okay, gut. Aber kommen wir jetzt zur Band. Also dieser Auftritt im Klecks, dieses Band-Open, wo ich da eben
gefragt worden war, Claudius, willst du mal hier dieses Album, was du hier zu Hause fertiggestellt hast, oder irgendwie diese Lieder, die du so bis jetzt gemacht hast, willst du die mal live präsentieren? Ja, ja. Also ich war halt betrunken und ja, ja, mach ruhig was. Und dann gab es eben diese Plakate plötzlich und wo ich dann eben so in Zugzwang geraten war und dann liefern musste und dann eben mit F und G so die einzigen Leute, die mir ihre Unterstützung da zugesichert hatten, damit ich nicht ganz allein da irgendwie mit einer Akustikklampfe oder so auf der Bühne mich da zum Affen machen muss, wofür ich denen immer noch dankbar bin, dass die sich dafür bereit erklärt haben. Die haben mich dann eben unterstützt und das wurde alles wieder erwarten eben ein voller Erfolg und es kam sehr, sehr gut an. Und und in der Folge dessen, ja, in der Folge dieses Auftritts habe ich dann eben mit den eben genannten Personen Jockel, Nico, Sebastian, Falk diametral neu gegründet. Und wie ging es dann weiter? Also wir hatten keinen Proberaum in dem Sinne. Wir wollten natürlich aber jetzt loslegen, ist ja klar. Nico hatte ein Schlagzeug, weil er auch irgendwie in so einem Projekt da gespielt hatte und sich da deshalb dieses Schlagzeug zugelegt hatte. Sebastian hatte sowieso die ganze Zeit irgendwie so zu Hause irgendwelche Synthesizer, Elektronikmusik gemacht und also der hatte eben so einen Yamaha Synthesizer. Falk war, glaube ich, hatte sich einen Bass zugelegt, weil er mit Nico in diesem anderen Projekt war und Jockel hat auch irgendwie ein Projekt, glaube ich, oder jedenfalls hatte er auch irgendwie eine E-Gitarre und ein ziemlich umfangreiches Effektboard schon und ich hatte wiederum eigentlich nur so einen Fußschalter, um zwischen verzerrt und unverzerrt umschalten zu können und so ein so ein billiges Multi-Effekt-Gerät, was ich für Home-Recordings halt benutzen konnte, aber was für den Live-Betrieb nicht geeignet war, weil das einfach, man drückte da auf den Schalter und das, dann kam erst mit 2 Sekunden Verspätung oder so irgendwie der neue Effekt rein, also das wäre live nicht möglich gewesen. Und die Rollen waren insofern, also klar, Nico Drums natürlich, Sebastian Tastenmann, Falk Bass und ich eben der grundlegende, der seine eigenen Liedskizzen sozusagen die Grundakkorde schrammelt und eben dann zwischen verzerrt und unverzerrt, weil mehr Equipment hatte ich nicht. Und Jockel hat das Ganze dann eben umspielt mit irgendwelchen kleinen Melodien und Riffs und so weiter. Und das war so die Idee und so fingen wir auch an. Aber wie gesagt, wir hatten keinen Proberaum, sodass wir zunächst in Nikos WG-Zimmer probten, wo auch diese Basic-Aufnahme für dieses Stück vom letzten Album Du bist niemals allein entstanden war, so als Testding eigentlich, als Ulk oder wie auch immer. Und und genau mit diesem Lied setzten wir auch sozusagen unsere Arbeit nicht fort, sondern begannen wir unsere Arbeit als Band mit Du bist niemals allein und mit Heimkehr. Da entstanden erste Ideen, dieses Solo-Zeug wieder, also im Falle von Du bist niemals allein, wieder zu einem richtigen Bandlied zu machen, ja, wo das eben nicht nur im Hintergrund so rumrauscht, da, und sondern eben auch mit allen Beteiligten und Heimkehr eben von einem Solostück zu einem Bandlied zu machen.
Das waren, soweit ich mich erinnere, so die ersten Songs, mit denen wir da begonnen hatten. Und von dieser WG-Version von Heimkehr gibt es tatsächlich auch sogar irgendwie einen Mitschnitt. Natürlich ist, also die WG von Nico war sehr tolerant, wir haben ja sehr viel Krach auch gemacht. Prinzipiell muss man erstmal nochmal sagen, es ging darum, die vorhandenen Lieder von mir sozusagen in den Bandkontext zu überführen. Und zwar aus allen Phasen. Und so zum Beispiel eben auch, also vielleicht nicht von der ersten Bandphase mit A am Schlagzeug und so, aber dann das erste Soloalbum 1997 und so. Ein weiteres Jahr mit euch, da haben wir auch viele Lieder von genommen. Und das eben einfach in einen Bandkontext zu überführen. Wir kamen da auch gut voran, aber es ging auf Dauer halt natürlich nicht in Nikos WG-Zimmer. Also ich weiß nicht, wie oft wir uns da getroffen haben. Und Nikos WG war auch sehr tolerant, aber wir haben halt eben Lärm gemacht. Und naja, also das, es musste irgendwie ein offizieller Proberaum her. Den haben wir dann auch gefunden, weil Greifswald ist so eine kleine Stadt und auch gerade Jockel war ja dann ziemlich vernetzt und so, und dann hatten wir ganz schnell einen Proberaum im Klecks, wo ja eben dieser Auftritt erfolgt war, der das Ganze eigentlich überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte. Und später hatten wir zusätzlich noch einen anderen Proberaum in der Musikfabrik. Also wir haben uns relativ häufig dann auch getroffen gehabt und es sind viele Lieder entstanden, oder beziehungsweise die Lieder gab es ja schon. Und haben eben meine Solo-Sachen zu Bandliedern gemacht, zu richtigen Liedern, und die hatten teilweise auch kaum noch was mit dem Original zu tun. Und erst nach einiger Zeit haben wir dann wirklich sozusagen Eigenkompositionen, ja, wie sagt man, also Lieder, die im Bandrahmen entstanden sind, die also nicht irgendwie ein Solo-Lied von mir waren, was schon irgendwie in Anführungszeichen veröffentlicht worden war, sondern die eben ganz frisch waren. Die haben wir dann selbst als Band erarbeitet, und bis wir aber da an diesem Punkt waren, dauerte es eine Weile. Und wir haben dann also regelmäßig im Klecks und ja zunächst im Klecks und später dann erst in der Musikfabrik auch noch zusätzlich geprobt. Und das waren ergiebige Proben. Also ich fühlte mich natürlich aufgrund meiner bescheidenen Fähigkeiten so am Instrument den anderen unterlegen, oder auch aufgrund meines nicht vorhandenen Equipments, so eine billige Gitarre und eben diesen Fußschalter und Jockel dann eben mit seinem Effektboard Sebastian eben mit seinem Synthesizer-Klavierkram und so. Falk war auch Autodidakt, aber konnte richtig gut Bass spielen, und Nico konnte auch sehr gut Schlagzeug spielen, und ich war dann immer nur so dieser Schrammeltyp. Da fühlte ich mich so ein bisschen wie in dieser Endphase von dieser allerersten Diametral-Band, wo F und A eben auch immer besser geworden waren und ich
stagniert war, ja. Und aber gleichzeitig hatte ich eben die Songs so, ja. Und die haben ja, wie der Live-Auftritt mit diesen euphorischen Reaktionen gezeigt hatte, ja auch irgendwie offenbar eine Substanz gehabt. Und also ich darauf habe ich mich dann eben berufen und ich glaube, das war den anderen auch klar, also dass ich bin kein Virtuose oder so, aber deshalb waren sie ja sozusagen da aus diesen Rohdiamanten sozusagen etwas Feineres zu schleifen. Und genau das, würde ich mal sagen, ist uns auch als Band gelungen. Wir haben diesen, ich weiß auch gar nicht, nach welchen Kriterien wir diese Songs ausgesucht haben, weil es waren auch wirklich ganz abseitige Sachen dabei, die dann aber paradoxerweise zum Teil relativ große Hits in dem Sinne, Hits wurden, sage ich es mal der Einfachheit halber. Also sowas wie Nüchtern oder so von diesem Album Die Zeiten ändern sich, das ist ja im Original so ein komisches Billig-Keyboard Ding, so, das wurde dann wie so eine Art Jazz-Rock, ja, kann man fast sagen. Auch was ganz Abseitiges, aber das hatten wir erst später in Angriff genommen, aber ich sage es jetzt trotzdem schon mal, also sowas wie The Return of Travis Walton, das war so eine, ich glaube, das habe ich in Dresden aufgenommen gehabt, das ging da um, geht in dem Text irgendwie, das ist einer der wenigen englischsprachigen Texte, ganz primitives Englisch, um so einen Typen, der angeblich von UFOs entführt worden war. Das landete auch auf dieser CD, die ich für diesen G gemacht hatte, also ne, mit diesen Outtakes und Demos und so weiter, also die quasi inoffiziell waren, ja, sofern man da in diesem Rahmen von offiziell und inoffiziell reden kann. Das haben die Jungs aus der Band trotzdem gesagt, ach, das machen wir mal als Band. Und das wurde dann irgendwie so ein No-Twist-artiges Ding. Ja, also wie gesagt, wir haben uns irgendwie aus meinem Katalog, der ja nun mittlerweile durchaus umfangreich war, irgendwelche Lieder rausgesucht und die eben völlig umarrangiert zum Teil oder eben aufgebläht oder die Essenz rausgearbeitet, je nachdem. Und das ging erstaunlich schnell alles und es hat Spaß gemacht. Und ja, da ich eben der Songwriter war und dass meine Songs waren, fühlte ich mich dann auch nicht so schlecht, dass ich eben sozusagen innerhalb der Band eher so ein Support-Musiker oder in dem Sinne, also ich habe die Akkorde ein bisschen geschrammelt, aber die eigentliche musikalische Arbeit haben die anderen gemacht. Und das war aber auch okay, also natürlich, ich musste singen musste das auch tatsächlich
irgendwann in einem offiziellen Live-Auftritt unter Beweis stellen, dass ich das so kann. Und zwar, also wenn meine Erinnerung mich nicht trügt und meine Recherche, dann ist tatsächlich der erste Auftritt, oder zumindest einer der ersten, ich weiß es nicht, es kann sein, dass es auch nochmal so ein anderes Band-Open gab, wo wir als Band aufgetreten sind. Ob das der erste Auftritt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein wichtiger Auftritt war der Auftritt am 15.02.2002 im Klecks, im Vorprogramm der Band Systemhysterie, die wiederum von dem Solo-Künstler Johannes Finke supported wurden. Und Systemhysterie gibt es mittlerweile nicht mehr. Johannes Finke gibt es als Musiker, ja, weiß ich nicht, irgendwie, glaube ich, gibt es den schon noch, aber der macht eigentlich nur sehr unregelmäßig was. Aber der hat in Berlin irgendwie eine Bar jetzt und hat auch einen Verlag gegründet und ähnliches. Und damals hatte er auch so ein Lyrikband mit. Also das war, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Mischung aus Akustikkonzert und Lesung. Und ich bin mit Johannes Finke dann an der Bar im Klecks dann versackt. Er hatte mir dann noch so ein signiertes Exemplar von seinem Buch Sex mit Monika Kruse, glaube ich, heißt es, überreicht. Jedenfalls, das war so der erste größere Auftritt. Systemhysterie haben so, ja, deutschsprachigen Indie-Pop gemacht. Durchaus eingängig, aber oft auch sperrig so ein bisschen, keine Ahnung. Ich fand es sympathisch, aber ich glaube, ich habe mir keinen Tonträger so von denen zugelegt. Also so toll fand ich es dann auch wieder nicht. Und das war sozusagen die wirkliche Feuertaufe, oder wie man das nennt, für uns als diametral. Und dann wieder im Klecks treffen, oder dann, glaube ich, ging es auch los mit der Musikfabrik dann 2002. Proben, aber ja, irgendwie immer nur für Auftritte. Es kamen dann wirklich Auftritte rein. Viele Auftritte im Klecks, aber irgendwie auch in anderen Locations. Ich erinnere mich da irgendwie in irgendeinem Uni-Institut, bei irgendeiner Institutsparty waren wir irgendwie auch, und jedes Mal gab es auch wahnsinnigen Applaus und Schulterklopfen und so. Man mochte uns, aber mir persönlich fehlte es da schon in dieser Phase irgendwie so ein bisschen an etwas, wo man sich dran festhalten kann. Also sprich irgendwie, ja, ich hatte ja immer Home Recordings eben gemacht, oder dann auch mit der Band hatten wir halt immer zumindest irgendwie einen Kassettenrekorder mitlaufen lassen, und das aber auch als sozusagen offizielle eventuelle Aufnahmen angedacht oder irgendwie sowas. Und hier ließen wir zwar auch manchmal was mitlaufen, aber das waren dann nur so Testdinger oder wenn wir irgendwas aufnehmen, so war, glaube ich, die Idee, dann muss es was richtig
richtiges Sein und hier nicht irgendwie mit so einem Kassettenrekorder oder irgendwie sowas. Und ja, weil wir das aber nicht auf die Reihe bekommen haben, haben wir gar nichts aufgenommen und haben uns einfach von Auftritt zu Auftritt gehangelt. Und diese Auftritte waren natürlich, wie gesagt, ja, es wurde immer irgendwie größer und wir hatten Fans und es gab Leute, die dann, also das Publikum wurde immer größer und die konnten dann auch mitsingen dann schon und so. Natürlich, wer würde sich da beklagen, aber so rein als, ich habe mich so ein bisschen an dieser Rolle gestört, dass wir mehr so Performer waren, als dass wir wirklich Dinge künstlerisch festgehalten haben, also, sondern es ging irgendwie um diesen Live-Moment und als wir dann aber anfingen, wirklich selber Lieder zu entwickeln, ohne auf Vorlagen zurückzugreifen, die von mir kamen, da legte sich das wieder ein bisschen, da hatte ich also das Gefühl, das geht hier doch noch in die richtige Richtung. Aber ja, es blieb eine gewisse Skepsis und manchmal kam ich dann auch echt zu spät zu proben, weil ich dann keinen Bock hatte und so. Jetzt hier wieder das Live-Set zu proben, ja, wofür? Um hier irgendwie in Greifswald und Umgebung vielleicht so ein bisschen Halligalli zu machen, ist ja schön und gut, aber das war für mich jetzt künstlerisch nicht so befriedigend. Wie gesagt, oft im Klecks, da gibt es auch irgendwie ein, zwei Mitschnitte, also irgendwie mit VHS hat da jemand mal was gefilmt und so. Irgendwie so ein Ding im Jugend- und Kulturzentrum Takt. Das ist irgendwie im Schönwalde, also im Ghetto, ja, da wo ich ja eigentlich nichts großartig mehr mit zu tun haben wollte. Obwohl ich, das kann ich an der Stelle vielleicht einschieben, da jetzt ja wieder lebte. Also ich habe da sowieso auch, der Uniblock war ja auch im Ghetto. Allerdings sozusagen am äußeren Rand und der Uniblock, wo ich eben als Zivi gelebt hatte, weil mir die Wohnung dort gestellt worden war. Und dann bin ich ja zurück zu meinem Vater, das war auch am äußeren Rand, und aber in meinem Zimmer mit diesem Klappbett und so, das war ja nun wirklich ein Provisorium und da musste ich also raus. Und dann hatte ich irgendwann hier Arbeitslosenhilfe und so weiter, Sozialhilfe, keine Ahnung, wie das damals hieß. Hartz IV gab es ja noch nicht. Und davon wurde mir dann auch wieder so eine Einzimmerwohnung, allerdings in den wirklich
im tiefsten Ghetto dann finanziert. Und aber Hauptsache raus von meinem Vater und es war okay, so erstmal. Ja, also da bin ich dann also zwischendurch umgezogen und meine paar Möbel hatte ich bei Sebastian im Keller seines Altbaus, den er mit G bewohnte, als WG, kurz zwischengelagert. Und als ich die dann eben in meine neue Wohnung rübernehmen wollte, da war die Hälfte verschimmelt gewesen. Also dann konnte ich das auch wegschmeißen. So viel dazu. Also innerhalb kürzester Zeit hat sich da in diesem Keller halt, wo wir das abgestellt hatten, Schimmel gebildet. Jedenfalls dieses Takt zum Beispiel war eben auch im Ghetto und da haben wir also auch einen Auftritt gehabt. Da gibt es auch einen Mitschnitt von. Ich weiß nicht, wohin geht. Ich weiß nicht, wohin geht. Doch eines steht fest, ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Und dann sind wir noch im Mensa-Club aufgetreten, der ja auch so ein zentrales, zentrale Location in Greifswald war. Und ja, wir haben so eine Art Manager bekommen, der uns Auftritte eben zugeschanzt hat, eben auch außerhalb von Greifswald. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr so hin, irgendwie so in Grimmen oder sowas, aber auch wirklich Prenzlau. Und schlussendlich auch irgendwie bei so einem komischen Hippie-Festival irgendwie in Wrechen in Brandenburg. Und ja, also so lief das dann so ungefähr. Wir hatten schon viele Auftritte und diese haben auch Spaß gemacht, aber ja, es war kein greifbares Ergebnis. So viel erstmal so zu diesen ersten, oder ja, grundlegend zu dieser Bandgeschichte. Ich hatte ja eben von meinem Umzug da aus der väterlichen Wohnung erzählt, in dieser einen Zimmerwohnung im Ghetto. Und da habe ich dann zaghaft parallel zur Band mit Home-Recording-Ideen angefangen, aber die Band war schon sehr fordernd und ich konnte das nicht mehr so irgendwie nicht so richtig machen wie jetzt zum Beispiel während meiner Zivi-Zeit oder so. Da war ich voll drin und das konnte ich jetzt einfach nicht mehr. Also das, was ich da aufgenommen habe, landete dann später auf so einer Outtake, auf so einer anderen Outtake-Sammlung. Aber richtige, ausformulierte Lieder oder irgendwas Cooles wurde das nicht, weil ich da einfach nicht so viel Zeit für hatte. Und das habe ich ein bisschen als schade und auch als zunehmend als Belastung auch empfunden. Das muss man sagen. Außerdem erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, also eines dieser Lieder, was ich dort zu Hause aufnahm, war das Lied Liebeslied. Und das ist Ergebnis einer meiner ersten längeren Beziehung, die ich da eben auch hatte. Also ich hatte da eine Freundin und die hat mich da auch unterstützt und mir Halt gegeben, ja, und so weiter. Aber ich fand dieses Paar-Ding irgendwie auch ein bisschen langweilig und davon zeugt eben auch dieses Liebeslied, was eben im diametralischen Sinne kein Liebeslied ist, sondern eigentlich ein Anti-Liebeslied. Also ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, auch
ausführlich drüber geredet, diese Arbeit mit Widersprüchlichkeiten und so, ne? Also, was dann später eben auch zu diesem Labelnamen Froh und Munter, obwohl eben die Musik, die dieses Label veröffentlicht, alles andere als Froh und Munter ist und so. Und dieses Liebeslied ist eben kein Liebeslied, sondern eigentlich ein Anti-Liebeslied. Vieles kann möglich sein zwischen uns beiden, doch ich bin nicht in der Lage zu übertreiben. Kein Liebeslied für dich, kein Liebeslied für dich, ich kann das irgendwie nicht. Als Vorwegnahme, viele Jahre später sollte es auch nochmal ein Liebeslied 2 geben. Aber dazu kommen wir dann ja zu gegebener Zeit. Diese Home Recordings spielten sich schon irgendwie bei mir zu Hause noch ab, aber das war alles nicht so richtig, dass man das parallel hätte führen können, die Band, und trotzdem sich Home-Recording technisch irgendwie weiterentwickeln, das war so nicht drin, dazu fehlte die Zeit, weil ich natürlich eben auch eben diese Beziehung hatte und auch generell irgendwie nur abends, nachts dann unterwegs war, ja. Ich war nur im Nachtleben unterwegs und jagte einem Exzess hinterher nach dem anderen. Ich lebte irgendwie von Sozialhilfe und von, Zuwendungen irgendwelcher GönnerInnen, und also irgendwie konnte ich mich durchwursteln so, und ich hatte auch gar keine Ambition daran, jetzt großartig irgendwie was jetzt zu ändern so, und das Einzige, was in dem Sinne fehlte, war wirklich Zeit dann für die konzentrierte Solo-Arbeit. So, wir haben konzentriert als Band gearbeitet, aber eben größtenteils waren unsere Proben Verfeinerungen und Ergänzungen und Ausformulierungen im Hinblick auf irgendwelche Live-Sets, was mich eben ja zunehmend frustrierte. Doch, ja, das erstmal dazu, zu dem Punkt. Ich glaube, ich komme auf diese ganze Nachtleben-Geschichte dann gleich nochmal zurück. Mit dieser Frustration, dass wir nichts Bleibendes schaffen, das änderte sich dann im Winter oder Spätwinter oder weiß ich nicht, Frühling 2002. Da haben wir uns im Klecks eingefunden, also im Konzertraum des Klecks, allerdings dann eben ohne Publikum. Und hatten dort so ein Setup dann aufgebaut wir wollten dann wirklich eine Demo-CD aufnehmen. Also ich glaube, das war auf mein Drängen auf, wir müssen das mal jetzt festhalten. Und dann haben wir da irgendwie, ich weiß nicht, 5 Stücke, glaube ich, so live eingespielt. Hatten da so einen merkwürdigen Toningenieur, also mit dürftiger Technik, aber eigentlich war es alles ganz sympathisch. Und es waren live eingespielte Aufnahmen, also völlig ohne Overdubs oder ähnliches. Ich glaube, bei einem Track wurde irgendwie dann ein bisschen Hall auf meine Stimme gelegt. Ja, da haben wir dann eine Demo-CD fertiggestellt. Die haben wir dann auch irgendwie, weiß ich wie oft, kopiert und an Clubs deutschlandweit geschickt. Unabhängig von diesem, in Anführungszeichen, Manager. Und einfach in der Hoffnung, noch mehr Auftritte. Ja, also ich habe mich da irgendwie mitreißen lassen. Ja, mal schauen, was draus wird, keine Ahnung. Ja, man kann ja vielleicht mal wirklich in Berlin auftreten oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir haben 50
CDs verschickt und nur zwei Antworten bekommen. Und das waren dann auch offizielle Absagen. Also das Ding war dann also auch gescheitert. Mein Gott, war wie jung, als wir anfingen aufzuhören, so zu sein, wie die anderen, die nie so waren wie wir. Mein Gott, war wie jung, bei unserer ersten Zigarette, unserem ersten Mal. Betrunken sein von nur zwei Flaschen Bier. Und im Sommer 2002 haben wir dann allerdings nochmal uns für Aufnahmen zusammengefunden, die dann schon eben im Overdub-Verfahren, also in fast schon ja, Studio-Umgebung, also es war wieder im Konzertsaal des Klecks, aber diesmal haben wir eben alles nacheinander eingespielt und Soundspielereien gemacht und so weiter und so fort. Und das hat natürlich deutlich länger gedauert. Da haben wir eben dieses The Return of Travis Walton mehr oder weniger eingespielt, aber auch das war nicht komplett. Aber ja, halbwegs fertig. Eine erste Skizze für das Lied Es ist vorbei, was auch im Original auf diesem Dresden-Album drauf ist und was als Bandversion aber komplett anders ist und ja eher fast schon so eine Blumenfeld-Touch oder sowas hat. Das ist dann aber auch nicht fertig geworden. Leider. Ist dann später von mir trotzdem im Rahmen von so einer Outtake Geschichte dann veröffentlicht worden. Aber ja, wesentlich später. Und die Bierflaschen Entleerungsdauer verkürzt sich von Mal zu Mal. Jeder Tag ist eine Qual. Ja, also 2002. Wir eiern eigentlich die ganze Zeit nur so rum als Band. Also ich meine, es macht Spaß und diesen Erfolg oder Applaus und so genießt man es. Aber ja, irgendwie auch Stagnation. Stagnation auch irgendwie im privaten Bereich mit meiner Freundin dann. Ja, keine Ahnung, ich war nicht so zufrieden und ich war auch nicht zufrieden mit meiner Wohnsituation mitten im Ghetto, weil das war dann mir doch ein bisschen zu tief drin im Elend, ja, und so also Aufkleber hier, kein Herz für Inder, so von irgendwelchen Nachbartüren und so weiter und ja, also zunehmend Unbehagen wieder so, ne? Nico hat mich dann in meiner Wohnung mal besucht und da gab es eine kurze Aufnahmesession, wo wir so ganz experimentell gearbeitet haben, also mehr oder weniger ohne Vocals und irgendwie mit Staubsauger und dann das durch ein Effektgerät und so weiter. Thank you.
das war ganz spannend und dann gab es auch die Idee, dass man das noch so als paralleles Avantgarde-Projekt irgendwie aufziehen könnte. Der Name für das Projekt stand auch recht schnell fest, nämlich die eingefleischten Vegetarier. Aber es blieb bei zwei Stücken, die auch zunächst dann unveröffentlicht oder so blieben. Aber ja, solche kleinen Exkurse gab es dann eben. Und ja, also wie gesagt, diese Sommeraufnahmen dann mit diesen Overdubs, das blieb erstmal auf so Festplatten und wurde nicht weiter verfolgt. Irgendwann machen wir da mal weiter, hieß es, aber ist dann nie wirklich so geschehen. Und im Dezember 2002 kam es dann zu einem, ja, ich würde schon sagen, einschneidenden Erlebnis, also zumindest für mich. Aber auch generell, ich glaube, das war unser größter Auftritt in dem Sinne. Nee, war es nicht, aber bedeutendste oder so. Jedenfalls, die Band Miles war damals auf Tour und hatte als Vorband die Band Virginia Jetzt im Gepäck. Und beide Bands dürfte man kennen. Ja? Die haben ja durchaus Spuren hinterlassen und wir als Diametral waren nun eben angesetzt als Local Support. Im Klecks sollte das Konzert stattfinden. Und da haben wir dann natürlich auch wieder drauf hingearbeitet, entsprechendes Set gemacht und das eben eingeprobt und eingeprobt und eingeprobt und eingeprobt und so weiter und so fort. Und irgendwann gab es halt diesen Dezember. In der Ostsee-Zeitung stand irgendwie was von Gitarren-Pop-Konvent zum Jahresabschluss im Klecks. Also es gab eben auch Presse und so, ne? Ja, und dann waren wir also Local Support. Das heißt, wir sind zuerst aufgetreten, dann kam Virginia Jetzt und dann Miles. Oder umgedreht, weiß ich jetzt gar nicht. Also Virginia Jetzt und Miles. Ich glaube, die hatten sich nicht, auf der Tour hatten die sich nämlich immer die Slots getauscht, wenn ich das richtig erinnere. Naja, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls waren wir die Ersten und wir hatten unseren Mischer vom Klecks und die dann eben ihren eigenen und keine Ahnung, ich habe das, diese ganze Mischpult-Sache hat mich da jetzt nicht so weiter interessiert. Ich wollte mich selber auf der Bühne hören und die anderen irgendwie und aber später aus dem Publikum kam dann eben Rückmeldung, naja, also ihr klangt schon deutlich schmalbrüstiger. Nico hat das Schlagzeug von Miles und oder Virginia Jetzt benutzt und ansonsten ja, haben wir eigentlich eine gute Performance da abgelegt, aber ja, sobald dann irgendwie Miles dran war oder so, dann war es gleich 10-mal lauter und weil die ihren eigenen Mischer auch hatten und generell, keine Ahnung. Also ich fühlte mich allein deswegen schon irgendwie schlecht. Und dann hatte ich ja auch eine Flamme P. Ja, also meine Freundin, ne, wo ich dieses Anti-Liebeslied geschrieben hatte, das war mehr oder weniger vorbei. Was ich irgendwie als Befreiung empfunden habe, aber eben auch als Verlust. Und deswegen war ich generell auch schon in so einer komischen, depressiven Grundstimmung, glaube ich. Und P hatte ich eigentlich ursprünglich kennengelernt,
bei diesem ersten Solo-Auftritt da im Klecks, wo F und G mich unterstützt hatten und wo überhaupt dann die Band sich daraus entwickelt hatte. Und da war sie dann schon hellauf begeistert. Und seitdem waren wir uns immer wieder über den Weg gelaufen. Und keine Ahnung, also ich war schon fasziniert von ihr. Und aber sie war auch irgendwie unnahbar oder keine Ahnung, irgendwie. Sie wohnte auch nicht in Greifswald, sondern kam halt immer nur zu Besuch und kam ursprünglich aus Berlin und lebte jetzt aber irgendwie mit der Familie da irgendwie in so einem Hippiedorf und wie auch immer. Und also ich wollte schon sozusagen mit ihr anbandeln, aber das ging irgendwie nicht so richtig und dann doch wieder und dann wieder nicht. Und und bei diesem besagten Jahresabschluss-Gitarrenkonvent im Klecks im Dezember 2002 war sie eben dann auch anwesend und ich habe mich da gefreut natürlich und dann könnte man ja dann nach dem Auftritt irgendwie ne, quatschen und dann vielleicht irgendwann rübergehen ins Pari oder hierbleiben oder was auch immer sich hier entwickeln wird, ne? Und naja, wir absolvierten als Diametral dann diesen Auftritt und haben erstaunlich euphorischen Applaus bekommen. Selbst die anderen Bands meinten dann, wow, ihr habt ja mehr Applaus bekommen als wir. Aber klar, wir hatten ja eben diesen Lokalvorteil oder so. Wir hatten uns ja eben dann schon eine gewisse Fanbase auch erspielt gehabt und so. Und dann haben die anderen Bands gespielt und dann haben wir irgendwie im Backstage-Bereich dann irgendwas gegessen, ich glaube ein Kürbiscurry oder irgendwie sowas, sehr lecker, was extra für uns zubereitet worden ist. Und natürlich habe ich dem Backstage-Freibier zugesprochen und naja, aber irgendwie bin ich auch immer wieder irgendwie raus und hab dann eben nach P gesucht und die war dann irgendwie auch kurz im Backstage und alles vermischte sich dann irgendwie, andere Leute waren dann irgendwie auch noch da und dann wieder nicht und ich wurde zunehmend betrunkener und irgendwann war P dann irgendwie weg und naja, also die war dann auch irgendwie schon betrunken und es stellte sich raus, dass die mit einem Mitglied einer der beiden Bands irgendwie oben im Schlafbereich war und ich befürchtete das Allerschlimmste und dachte mir, na siehst du, du kleiner Provinzvollidiot hier, kannst vielleicht bei so einem Band oben mal so irgendwie eine Frau beeindrucken, aber wenn hier mal richtige Bands kommen, dann hast du keine Chance und so weiter und du bist da einfach nichts. This cute girl was to be found, and the other answered that she went upstairs with the drummer to the bedroom. Oh my God, I thought. My stomach turned at this sight. Those two idiots talking about my girls, maybe fucking with a wannabe rock star. Tears came. I felt like the small town idiot I was. Tears came. I felt a breakdown, but I was too drunk to break down. I staggered out of the building, left my guitar inside. I can't remember the rest. Wie sie später herausstellte, war da gar nichts zwischen den beiden, aber ich habe das als absolute Zurückweisung und nicht nur von mir als Mensch, Claudius, sondern eben als Bewohner der Kleinstadt und so weiter. Also ich hatte schon in diesem Solo-Album Diametral Vielleicht wird alles gut, gibt es auch irgendwie ein Lied mit so einer Textzeile irgendwie dass da Leute irgendwie, dass ich Leute aus dem Fenster irgendwie beobachte, wie sie da irgendwie mit jemandem ins Gespräch kommen und der ist so interessant, was ja auch kein Wunder ist, denn er kommt ja aus Berlin und so. Sie treffen jemanden, dieser jemand.
Provinzcharme und so war da in dieser ganzen Zeit auch sehr präsent und die hat sich dann hier eben wieder bestätigt. So, ich bin hier einfach nur so ein komischer Kasper auf so einer Provinzbühne. Was soll die ganze Scheiße hier eigentlich, ne? Das ist so meine Bilanz von diesem Auftritt im Vorprogramm von Miles und Virginia jetzt. Später habe ich dann eben auch ein entsprechendes Lied darüber gemacht, auf Englisch. Was ist sonst so passiert? Wir wurden zum Beispiel interviewt für das Uni-Fernsehen der Uni Greifswald für Moritz TV. Da kannten wir auch Leute und die wollten das besonders locker aufziehen, aber am Ende wurde das eher so ein Quatsch. Also eigentlich haben wir uns alle nur betrunken und es kam nicht wirklich was Wesentliches bei raus, was wohl dann auch dazu geführt hat, dass das nie gesendet wurde. Ich habe das dann trotzdem später mal in so einen Film eingebaut, auf den ich auch noch zu gegebener Zeit zu sprechen komme. Das auch schon mal als Vorwegnahme. Also es war natürlich, hat sich irgendwie gut angefühlt, ja hier, wir sind hier eine Band und wir werden interviewt und so. Aber weil es natürlich auch irgendwie Bekannte waren, mit denen man dann eben auch privat zu tun hatte oder so, dann waren da natürlich nicht so eine, also es war jetzt nicht wirklich so eine Journalismus-Situation oder so, so hat sich das zumindest nicht angefühlt. Aber trotzdem interessante Erfahrung. Diametral an sich hat ja eigentlich 1997 schon angefangen als Schülerband und dann gab es diverse Besetzungswechsel und das ist jetzt die endgültige, letzte, produktivste, genialste Besetzung, die dieses Projekt. Die Quintessenz. Die Quintessenz. Ach, naja. Und wie hat sich diese Quintessenz gefunden? Du hast mir das vorgespielt. Du hast mir Claudio Solo Sachen vorgespielt, woraufhin ich meinte, das muss man umsetzen. Anfang 2003, also nach diesem Dezember Gitarren-Pop-Konvent, bin ich dann aus dieser furchtbaren Wohnung im Ghetto, ja, wo ich ja sonst mit Plattenbauten und so weiter eigentlich kein Problem hatte. Hauptsache, ich kann da irgendwie schalten und walten, wie ich will und scheiß drauf. Diese Umgebung, das ging dann wirklich irgendwie nicht. Zumal mich mein Nachbar dann irgendwie zusammengeschlagen hatte. Eines Abends, so Ende 2002, meinte er, klopfte er an meine Tür so, was, ich höre hier immer, du machst hier irgendwie immer eine Gitarre oder was? Du bist der Musiker. Ja, ich mache so ein bisschen Musik. Ja, willst du mal rüberkommen hier? Ich habe einen Schnaps. Ja, okay, ja, gut. Also bin ich da eben widerwillig rüber und dann hat er mich da abgefüllt mit Schnaps und wir haben geraucht da in seiner Butze und irgendwann meinte ich so, ja, ich habe letztes Jahr irgendwie auch so ein Album gemacht, das ist so ein bisschen psychedelisch und so ein bisschen bekifft und ja, ich habe zu der Zeit auch ein bisschen wirklich gekifft und so, vielleicht hängt das damit zusammen und so, sind jetzt keine straighten Pop-Songs und so und dann, und noch bevor ich weiterreden konnte, hat er mich irgendwie wie bekifft. Ja, na, ich habe mal einen Joint geraucht und so und dann, das war für ihn offenbar so ein Trigger-Thema, so dass er auf mich dann eingeprügelt hat und dann bin ich da irgendwie, also ich hatte irgendwie eine Augenverletzung, bin in der Nacht irgendwie in die Augenklinik und also für mich stand fest, dass ich hier neben solchen Schweinen und in diesem Aufgang mit kein Herz für Inder und so, mit solchen Leuten kann ich dann wirklich nicht wohnen, ich muss hier raus, ich halte das nicht aus, also Plattenbau in allen Ehren, aber irgendwie ist jetzt hier eine Grenze erreicht. Und dann habe ich also sofort die Kündigung eingereicht und hatte eben dann irgendwie 3 Monate Zeit, mir irgendwas zu suchen.
Und Anfang 2003, auf den letzten Drücker, habe ich tatsächlich was gefunden. Und zwar in einem Altbau. Eine WG, die ich dann aufmachte mit meinem Freund, Bekannten mittlerweile nur noch. Keine Ahnung. Nein, nee, schon Freund, aber nicht mehr besten Freund. Was auch immer. Jedenfalls mit dem Diametral-Gründungsmitglied F. Und dann sind wir da Anfang 2003 hingezogen. Und A, unser ursprünglicher Drummer, war dann quasi auch Stammgast bei uns. Und ja, wir haben, also es war eigentlich ein Dauerexzess dort in dieser WG, muss man sagen. Also ich hatte ständig Gäste und ja, es kam zu irgendwelchen Liebeleien und da war eigentlich, haben die mich nicht interessiert, weil ich ja irgendwie, eigentlich wollte ich P und aber dann vielleicht auch nicht und keine Ahnung und mit A und einem anderen Typen habe ich dann auch noch irgendwie so einen Kurzfilm gedreht, über Monate hinweg. Also wir hatten eine Kamera und hatten quasi kein Drehbuch und das war irgendwie so eine Sammlung von Szenen und eigentlich ging es nur darum zu saufen und also ich war der Hauptprotagonist und ja, sozusagen die ganz grobe Story ist irgendwie, dass ein Typ sozusagen im Laufe einer Nacht so irgendwie alles verliert und jeglichen Halt und sich dann in den Selbstmord begibt, indem er sich selbst fesselt und dann in den Fluss springt. Das war so eine Art Reenactment oder wie man das nennt, also so eine Nachstellung von der Szene aus diesem allerersten Musikvideo von Diametral, wo unser Schlagzeuger A nämlich mit Klamotten in den Fluss gesprungen ist. Und das habe ich jetzt sozusagen hier nochmal an derselben Stelle nachgestellt. Als vermeintlich gefesselter Typ habe ich mich dann so ins Wasser plumpsen lassen. Das ist so der Endpunkt des Films. Und dann tauche ich irgendwie in so einer Fantasie, ja, im Jenseits oder wie auch immer auf. Und Gott, dargestellt von A, tritt mir als Schachspieler entgegen. Und dann endet der Film. Also eine Wirrs. Wirr und ist auch erstmal im Archiv dann verschwunden gewesen. Ich habe das dann später, viele Jahre später, nochmal hervorgeholt, um das nochmal irgendwie zu veröffentlichen. Komme ich dann später eben drauf zurück. Ja, solche Sachen haben wir gemacht und ansonsten eben nur gesoffen und Party hier, Party da und aber eben alles mit so einem düsteren Unterton oder das wurde immer schlimmer, also dieses irgendwie, es hat keinen Spaß gemacht, also auch die Band hat mir eigentlich keinen Spaß mehr gemacht, dieses ewige Live-Auftreten und dieses exzessive, aber gleichzeitig leere, also ich hatte, mein ganzes Leben war voll von Menschen, aber ich fühlte mich irgendwie leer und falsch und wie eine Hülle, wie eine leere Hülle. Und ja, das führte dann eben noch zu mehr Exzess und Suff. Und ich bin dann also wirklich, auch zu der Zeit habe ich immer noch von Sozialhilfe gelebt. Ich weiß nicht, wie ich das alles finanziert habe, keine Ahnung. Waren auch Pilze, psychedelische Pilze mir reingeknallt und Kiffen und alles, gibt mir alles irgendwie und MDMA und ja, destruktiv und ja, eigentlich nicht schön so und ich
bin also aus meiner WG gestolpert und in den gegenüberliegenden Supermarkt und dann hatte ich auch irgendwann so Angst, oh Gott, ich komme hier nur hin, um Bier zu kaufen. So, dann habe ich also irgendwie Waschpulver gekauft, obwohl ich gar keine Waschmaschine hatte, ja, einfach als Alibi-Kauf und so. Ja, zu meinen Eltern hatte ich nur sporadisch Kontakt, also eben unter anderem zum Wäschewaschen bei meinem Vater und die waren jetzt auch nicht so begeistert von meinem Werdegang, aber ich habe mich denen halt so mehr oder weniger ferngehalten und ja, keine Ahnung, die hatten, glaube ich, schon zu der Zeit sehr große Sorge um mich, wie es hier weitergeht, so, also ja, sie wussten zwar so, dass ich in dieser Band spiele und da irgendwie Fans habe oder sowas, aber natürlich wussten sie auch, dass man mal von 100 Mark Gage natürlich nicht leben kann, ne? Irgendwie so. Und ich glaube, die hatten so ein Urvertrauen oder so, keine Ahnung. Also in meiner Erinnerung spielen die da in der Zeit kaum eine Rolle. Also es gab, glaube ich, kaum Kontakt. Also ich war ab und zu meine Mutter und ihren neuen Mann, also meinen Stiefvater besuchen und eben dann auch mein Vater, wo ich meine Wäsche auch gewaschen habe oder so, aber ansonsten war da nicht viel. Und und zusammengefasst würde ich sagen, es war schon eben so eine Abwärtsspirale. Es ging immer weiter nach unten. So. Im April 2003 hatte unser Manager oder wer auch immer, also in Anführungszeichen, dann in der Uckermark so einen Auftritt organisiert. Also vorher gab es, wie gesagt, auch noch so in Prenzlau irgendwas. Oder auch danach, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Jedenfalls, das war irgendwie so ein Hippie-Camp. Und da war so zwei Tage irgendwie, politische Diskussion und selbstgemachte Bärlauchcreme und selbstgemachtes Brot und eben auch Live-Performances von irgendwelchen Bands. Unter anderem eben Diametral aus Greifswald. Auf dem offiziellen Flyer wurden wir als Digital aus Greifswald angekündigt. Aber das war jetzt auch nicht weiter schlimm. Das war auch ein schöner Auftritt und da habe ich da ein Mädchen kennengelernt, die kam aus Neubrandenburg und über irgendwelche Kanäle hatte die dieses Album Vielleicht wird alles gut bekommen und fand das auch gut. Also und da habe ich mir auch gedacht, wow, das hat sich ja wirklich irgendwie verbreitet. So. Also man muss eben dazu nochmal sagen, so Internetplattformen, Spotify oder sowas gab es ja alles noch nicht. Und es war so, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda und hier, ich ziehe dir eine Kopie und dann und so. Und so hatte sich das eben auch zu Leuten verbreitet, mit denen man also wirklich gar nichts mehr zu tun hatte. Und da haben wir diesen Auftritt da absolviert. Ich habe das in schöne Erinnerungen. Und dann kam auch schon der Mai 2003 und was wir damals noch nicht wussten, das sollte dann auch schon unser letzter Auftritt werden, nämlich im Rahmen des sogenannten Kontaktfestivals im Tierpark Greifswald. Das war so ein Riesending und also für Greifswald und im Vorfeld gab es noch irgendwie so ein Radio-Interview bei dem Lokalradio. Zu Gast heute Diametral, heute hier bei 98.1. Ja, Stichwort Auftritte. Ich gehe davon aus, ihr hattet schon einige, oder? Ja. Ja. Wo zum Beispiel? Wo konnte man euch schon erleben? Also größtenteils im Klecks, aber auch in Termin. Termin? In der Friesenhöhe, ja. In der Friesenhöhe. Und so hier und da. Also in Greifswald auch. Größtenteils in Greifswald. Ja. Demnächst aber auch zum Beispiel in Wrechen. Bei Feldberg.
Mhm. Unter Neustrelitz, glaube ich, ne? Ja, jedenfalls schon hier und da und... Es sind ein paar Auftritte geplant auch noch für die Zukunft. Mhm. Ja. Stichwort Zukunft. Was liegt an? Na, in nächster Zukunft wird erstmal eine Internetseite von uns erscheinen, im weltweiten Netz. Mhm. Und ja, uns, also es gibt so ein paar Leute, die sich unserer Sache angenommen haben. Mhm. An dieser Stelle sei Lars mal gegrüßt und Christoph, die halt irgendwie dafür sorgen wollen, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Live-Auftritt bekommen. Mhm. Ja, ich denke mal, im Ganzen alles gesagt. Ja, und der Hintergedanke war, das ist wie so eine Art Wettkampf ist, also die ersten zwei Bands kommen irgendwie weiter und dürfen dann in der Klosterruine Eldenahe spielen und wer dann da von den beiden gewinnt, der kriegt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was da als Gewinn ausgeschrieben war, irgendwie, also ich fand diesen Wettbewerbsgedanken ja schon mal widerlich und wollte da eigentlich nicht antreten. Und es gab innerhalb der Band auch lange Diskussionen, ob wir das machen. Mhm. Aber es war ja irgendwie auch so vom Prinzip her so angekündigt, dass eigentlich das Publikum entscheidet und nicht diese Jury. Und wie sie später rausstellen sollte, war das also irgendwie nicht der Fall. Aber und da haben wir gesagt, okay, ja, Wettbewerb, klar, ist scheiße. Wir sind hier nicht beim Sport oder irgendwie in der Leistungsgesellschaft. Es geht hier um Kunst, um Musik, ja, und sei es auch nur Indie-Rock. Also, ja, wir haben uns dann dafür entschieden, da eben dran teilzunehmen und dann eben auch dieses Interview im Vorfeld zu führen und so, als damit die Bands sich vorstellen können und so weiter. Das lief jetzt auch alles ja, sehr unprofessionell ab und so, aber naja. Und dann sind wir da aufgetreten. Wir sind wie Planeten, wir umkreisen das Licht. Stur auf festen Bahnen, und man kann nur ahnen, wie es mit uns weitergeht. Obwohl eines feststeht. Ich glaube, wir waren auch sehr gut. Und sind aber trotzdem nicht weitergekommen, weil dann die Jury doch mehr Gewicht hatte als das Publikum, was extra irgendwie zu einer Abstimmung gebracht wurde. Und da gab es dann auch empörte Leserbriefe von Fans von uns, die bei diesem letzten Auftritt mit selbstgedruckten Diametral-Shirts und so mit unserem Schriftzug aufgekreuzt waren und so, also hat sich schon alles gut angefühlt. Und da gab es zum Beispiel so einen Leserbrief, ja, wie kann es sein, dass die Jury die Publikumsstimme ignoriert hat, die Band Diametral ist ganz klar auf Platz 2 gewählt worden, und so weiter und so fort. Ja, ich fand das ganz amüsant. Mir war das eigentlich scheißegal. Ich meine, klar, in der Klosterruine Eldenahe zu spielen, also die ja unter anderem auch Caspar David Friedrich als Motiv gedient hat. Hätte ich schon nicht schlecht gefunden, aber ja, es war okay. Dieses Kontaktfestival, wie uns später gesagt wurde, gab es da insgesamt 1000 zahlende Gäste. Die waren jetzt nicht alle gleichzeitig da, aber es war schon ein ordentliches Publikum. Und ich fand, wir haben ganz gut performt und und ich weiß nicht, woran es lag, aber danach haben wir uns irgendwie aufgelöst, also nicht offiziell, aber so ganz allmählich. Ich glaube, es gab irgendwie keine Proben mehr und ich weiß nicht, ob die anderen da irgendwas mit ihren Studien, die sie natürlich dann irgendwie aufgenommen hatten. Im Gegensatz zu mir haben die also natürlich parallel was gemacht. Und ob die das jetzt dann ernster genommen hatten, irgendwie lösten wir uns auf. Ja. Wenn auch, wie gesagt, niemals offiziell.
Ja, dann die nächsten Monate wurde es dann eigentlich richtig schlimm. Also, ja, es gab viele private Irrungen und Wirrungen, also irgendwelche Frauengeschichten, die mich da durcheinander gebracht haben und an den Rand der Verzweiflung gebracht hatten. Und eben auch mit P, ja, dieser exotischen, interessanten Frau, der ich dann doch aber nie nah genug kam, um da jetzt irgendwie um dass da irgendwie was endgültig oder so. Ich habe eigentlich nur noch gesoffen, also wirklich nur noch gesoffen. Es erfolgte eine Sachbeschädigung meinerseits, irgendwie ich kam aus irgendeiner Bar raus und hab ein Auto zerkratzt mit einem böse Onkelsaufkleber drauf und wurde natürlich von den Bullen geschnappt und dann gab es irgendwie eine Gerichtsverhandlung relativ kurze Zeit später und ich musste entsprechenden Schadensersatz zahlen und Gerichtskosten und so und habe das jahrelang nicht getan und dann ist dieser Schuldenberg auch immer größer geworden, also so viel dazu. Doch das war nicht das Einzige, was sich im Bereich der Illegalität abgespielt hat. Ich war da nämlich doch irgendwie so ein bisschen mit P zusammen. Ja, irgendwie kamen wir dann doch zusammen. Allerdings war das wahrscheinlich auch nur möglich, so durch exzessives Saufen und so, dass da irgendwie diese Barrieren überwunden wurden. An einem solchen Abend oder Nacht sind P und ich dann irgendwie aus der Stadt nach Hause in mein WG-Zimmer und hatten da eine offene Tür entdeckt und sind da irgendwie einfach rein, ohne großartig zu überlegen. Und also da hatte jemand wohl vergessen, die Tür zu schließen. Und sind dann ins Wohnzimmer und haben den Fernseher gesehen und haben den Fernseher geklaut, ja, sowas. Doch damit nicht genug. Eines Nachmittags, P war bei mir, wir lagen im Bett. A, der Drummer, ne, Ex-Drummer und so weiter, kam zu Besuch. Es wurde wieder irgendwie Wodka O oder sowas getrunken. Und wir hatten die Idee, ach komm, lass uns doch jetzt mal zum Strand. Dann sind wir irgendwie raus aus dem Haus und liefen zu Fuß zum Strand. Das war schon eine ganz schöne Strecke, so. Und dann kamen wir an einem Pizza-Auto vorbei, was dessen Türen offen stand, also der Lieferant war offensichtlich gerade in irgendeinem Haus und hat eben die Pizza abgeliefert. Und dann haben wir uns ohne großartige Diskussion in dieses Pizza-Auto gesetzt und sind losgefahren. So, haben ein Auto geklaut. Und irgendwann während der Fahrt haben wir gesagt, scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein, wir haben jetzt hier gerade ein Auto geklaut. Also haben wir das Auto irgendwo abgestellt und sind dann zu Fuß weiter zum Strand und dort haben wir uns, glaube ich, noch irgendwie eine Flasche Wein gekauft und es war ein einziger Exzess, es waren irrsinnige Ideen und ich habe das zwar irgendwie genossen, aber gleichzeitig auch irgendwie alles gehasst und ich hätte gerne Ruhe gehabt und ich fühlte so eine Überfülle des Lebens, aber gleichzeitig so eine innere Leere. Ich saß abends in Bars und habe geheult einfach so, ne? Und ich glaube, die Leute fanden das auch nervig oder so, aber ich irgendwie musste es raus oder ich hatte auch
keinen Kanal mehr, um eben so zu Hause Lieder zu schreiben oder so, weil dieses durch dieses Bandgeschehen hatte ich dieses Home-Recording-Ding irgendwie, das ist dann immer weniger geworden, bis es irgendwann bei Null war. Obgleich ich schon natürlich einiges angesammelt hatte und das sollte dann später auch unter anderem im Rahmen meines nächsten Soloalbums Schlechte Nacht wieder verwertet werden. Aber an sowas habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Und ja, diese ganze Zeit wird auf dem Album Schlechte Nacht eben nochmal aufgearbeitet. Also das mit einem gewissen Abstand ist mir das dann ein paar Jahre später gelungen, das ja aufzuarbeiten eben. Aber als ich mittendrin war, war es einfach alles nur ein einziges Chaos und ja, ein einziger Exzess. Ja, keine Ahnung, destruktiv bis zum geht nicht mehr. Und ja, irgendwann war ich eben wirklich richtig mit P zusammen, ja. Und das, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das hat mir ein bisschen Stabilität gegeben, aber das war nicht so. Und aber sie ist dann schwanger geworden, ja. Und das war, glaube ich, so das endgültige Signal. Okay, so geht das hier alles nicht weiter. Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Ich muss jetzt wirklich neu anfangen. Ich werde jetzt Papa. Und die WG mit F wurde dann auch aufgelöst. Ich hatte vorher schon die Miete nicht mehr gezahlt. Mein Anteil musste mir dann noch auf den letzten Drücker irgendwie von einer Freundin irgendwie Geld leihen, damit ich F das, ne, wenn einer die Miete nicht zahlt für so eine Wohnung, dann leiden ja beide drunter, also sind ja beide davon betroffen und dann konnte ich das gerade auch alles auf den letzten Drücker so abwehren, ne? Und ich glaube, F hat dann Greifswald auch verlassen, irgendwie studientechnisch und ist irgendwie, glaube ich, nach Italien, aber vielleicht war es auch erst ein bisschen später, keine Ahnung. Und ich bin mit P Ende des Jahres 2003 nach Berlin gezogen, ja, und die anderen, also meine Band, ich glaube, die blieben alle noch eine gewisse Zeit da und Jockel und Nico länger als die anderen, also Falk ist irgendwann nach Osnabrück und hat dort irgendwie Jazzmusik studiert oder so und Sebastian ist, glaube ich, erst nach Mannheim und hat da irgendwas studiert oder eine Ausbildung, ist aber irgendwie schlussendlich als Radiologie Assistent, also es, oder so, als Röntgen Typ in Hamburg gelandet und ja, Nico wohnt mittlerweile auch im Großraum Berlin, aber das sollte alles erst Jahre später erfolgen. Und Jockel blieb in Greifswald. Und ja, wie gesagt, Diametral löste sich nie offiziell auf. Aber de facto hat sich das natürlich so angefühlt. Und ja, ich habe dann also meinen wenigen Krempel da aus meinem WG-Zimmer irgendwie in so ein Umzugsauto gepackt, was A, der Original-Drummer von Diametral, gefahren ist, und bin mit P nach Berlin gezogen und hier sollte ich, ja, hier wollte ich einen Schlussstrich ziehen unter dieses komische, exzessive, destruktive Leben und wollte mit ihr eine gemeinsame Zukunft aufbauen und ja, natürlich auch das musikalisch wieder aufleben lassen, ja, in Form von Home Recordings, aber das war jetzt erstmal zweitrangig, denn schließlich erwarteten wir ein Kind. Und ja, an dieser Stelle endet diese fünfte Folge des Podcasts und wie immer am Ende verweise ich auf die Shownotes. Hier sind ja wieder ein paar Lieder zu hören gewesen, da könnt ihr gerne lesen, was das genau für Lieder waren nochmal und wo man sie findet.
Und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet und auch eine Bewertung dalassen würdet. Ja, beim nächsten Mal wird es um die Zeit nach dem Umzug nach Berlin gehen, ja, um diese private Neuorientierung und darum, wie ich dann allmählich zu dieser Home-Recording-Arbeit zurückkehrte, die ja letzten Endes bis heute mein künstlerisches Schaffen prägt. Und mit diesen Aussichten entlasse ich euch und verbleibe mit freundlichsten Grüßen, euer Claudius. Mein Kopf ist niemals leer. Ich will Musik und Männer.